Und hier kommen wir jetzt genau wieder an den Punkt, wenn wir heute die Schulen sehen, wir wissen, Rudolf Steiner hat die Waldorfschule nicht gegründet, um irgendein Reformmodell zu machen, sondern aus dem tiefen Wissen, dass zu seiner Zeit die Reifung gescheitert ist, weil die Menschen innerlich, seelisch, von der Bewusstseinsvoraussetzung zu weit verhärtet waren durch das bestehende Schulsystem. Man könnte das auch ausführen, dass man sieht, dass die Auswirkungen, das ist auch schon viel ausgearbeitet worden heute, die Auswirkungen des Nationalsozialismus natürlich zusammen die tiefen Wurzeln im Schulsystem, was vorher zwei Generationen im preußischen Schulsystem passiert ist mit den Menschen, dass da die tiefen Ursachen sind, dass das alles hereinbrechen konnte. Und in dem Zyklus von Jesus zu Christus beschreibt er, er sagt, das ist der Moment, wo die Gegnerschaft gegen die Anthroposophie aufgetreten ist. Da beschreibt er, es gibt zwei Möglichkeiten, zwei Arten, wie heute das Schulwesen, das Geistesleben verfasst ist. Das eine, das nennt er das jesuitische Prinzip. Das heißt, es wird bevormundet, es wird von außen alles als Anleitung gegeben. Und es gibt ein zweites, das rosenbeutelische Prinzip, das ganz auf die Freiheit des Willens baut, das die Zusammenhänge des menschlichen, der Menschenkunde erkennt, wie der Weg zur Freiheit, der Weg zur Selbstbestimmung in der Erziehung veranlagt ist. In diesem Zusammenhang weist er immer wieder darauf hin, dass er sagt, das, was er in seiner Schrift, die Erziehung des Menschen vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft beschrieben hat, ist ohne Rosenkreuzer Philosophie überhaupt nicht zu verstehen. Und das ist, was in dem Schulsystem heute als Kulturimpuls verankert werden müsste, um eben auch jenen Seelen, die anstehen, wie er das am Anfang beschrieben hat, wie wir gehört haben, in diesem Geisteskampf, die sich heute inkarnieren, man wird damit rechnen müssen, dass in den 30er, 40er Jahren diese Persönlichkeiten dann heranwachsen, um öffentliche Kulturleben aufzutreten. Um eine Stätte überhaupt für diese Seelen zu geben, ist die Waldorfschule gegründet worden. Er sagt dem Lehrer mal ganz klar in einem Vortrag, eine Individualität wie Mani kann sich heute nur in der Waldorfschule überhaupt inkarnieren, dass er seine Impulse erreichen kann. Andererseits beschreibt er immer wieder, wie das Schulwesen, das nur auf Lernen, auf Gehirn, auf Training, wie das heute unglaublich fürchterlich in den Schulen passiert, wo man die kleinsten Kinder schon sozusagen einspannt in diese Gelehrsamkeit, in dieses Auswendiglernen von toten Gedanken, wo man eigentlich nur ersticken kann, atemlos wird, wie das dem arimanischen Geist den Gegenkräften unterliegt und die Wirkung ist. Ich zitiere da. Und das kann man sich eigentlich, das muss man sich, diese Gedanken muss man sich immer wieder durchdenken, dass sie eigentlich in die Willenssphäre kommen. Das nützt nichts, wenn man das einmal liest oder so. Es muss eben zur Willens-, zur Tatsphäre kommen, damit man über die Gelehrsamkeit, über das Reden der Welt, wo die Krise überhaupt nicht angegangen wird, zur Tat kommt, nämlich wo heute das Lesen aus dem Astrallicht ist heute die Wärme, sagt Rudolf Steiner, das ist nur das Tätigsein. In dem Moment, wo man tätig ist, wo man den Denken und das Willen zusammenbringt, da hat man überhaupt die Möglichkeit durchzubrechen in die ätherische Sphäre, aus der heraus dann die zukünftigen Impulse kommen. Aus Gelehrsamkeit, aus Richten heraus passiert nichts mehr. Und nun schreibt er diesen Zusammenhang, und gerade an den begabtesten Menschen findet Adelmann seine Beute, um die Intelligenz der Michael zu entreißen, sie wegzubringen von Michael. Da tritt eben nun das ein, was in unserer Zeit eine viel größere Rolle spielt, als man gewöhnlich glaubt. Inkarnieren können sich die arimanischen Geister nicht, aber inkooperieren. Zeitweilig menschliche Seelen durchdringen, menschliche Körper durchsetzen. Dann ist der brillante, der glänzende, der überragende Geist einer arimanischen Intelligenz stärker als das, was im einzelnen Menschen ist. Viel, viel stärker. Dann
Da kann der einzelne Mensch noch so intelligent sein, dann mag der einzelne Mensch noch so viel gelernt haben. Wenn er ganz und gar ergriffen ist, der Körper von diesem gelernt haben, kann ein alemannischer Geist sich für eine Zeit in ihm inkorporieren. Dann ist es Ahrenmann, der ihm aus den Augen schaut, es ist Ahrenmann, der ihm die Finger bewegt, dann ist es Ahrenmann, der sich schneuzt, dann ist es Ahrenmann, der geht. Also diese Gelehrsamkeit, auf die man so stolz ist, dass man das Abitur so wunderbar schafft und eigentlich nur totes Wissen nur ins Gehirn hineingepresst worden ist, ist die Präparation von Menschenseelen, damit arimanische Geister, zurückgebliebene ägyptische, abgefallene Engel, heute sich inkarnieren können. Nun beschreibt Ursteiner, das passiert in der äußeren Zivilisation. Er weist darauf hin, dass in kurzer Zeit die Welt technisch unglaublich raffiniert fortentwickeln wird. Die Schreibmaschine ist der Anfang. In kurzer Zeit, sagt er, wird man keine Handschriften mehr haben. Das wird alles nur noch technisch maschinell gehen. Also die Handschriften wird man anschauen, die Papyrusse in den Museen. Das wird in kurzer Zeit völlig verschwinden, weil diese arimanische Technik sich jetzt unglaublich steigert, vernetzt und auch daran arbeitet. Sie wissen das, das steht natürlich als die andere Seite dieser Wiederkunft des Christus in Ätherischen, dass Ariman in unserer Zeit eine Inkorporation, also eine Manifestation auf der Erde anstrebt und dazu Lebenskräfte braucht, die er eben absaugt aus diesem toten Lernen, aus der Mechanik, in dem das Bewusstsein vermechanisiert wird. Das ist die äußere Entwicklung. Die kann man nicht aufhalten, man wäre ein Illusionist. Das geht auch heute gar nicht mehr, man braucht diese Entwicklung und Technik. Aber gleichzeitig, jetzt Rudolf Steiner, um diese Kräfte zu bremsen, muss innerlich ein Gegengewicht da entwickelt werden. Und das ist das imaginative Denken, das Aufwachen im Ätherischen. Das hätte man heute aufgrund dieser Technisierung, die unglaublich fortgetrieben wird, hat der Mensch heute, wenn er es denn richtig benutzen würde, unglaubliche Freiheiten, um mit der Arbeit am Inneren zu beginnen. Stellen Sie sich vor, Millionen Arbeitslose verfallen im Inneren in die Depression, in das Ausgebranntsein und können nicht nutzen die Chance, die da wäre, am inneren Bewusstsein zu arbeiten. Schon Marcuse hat 1968, Professor für Soziologie, vorausgesagt, im Jahr 2000 werden wir paradiesische Zustände haben, Schillers ästhetische Briefe werden in die Realität eintreten, wir können den Arbeitsbegriff auf unser Bewusstsein anwenden und können uns jetzt innerlich entwickeln, weil die Arbeit, die Jahrtausende die Menschen an die Außenwelt getätigt hat, von Maschinen übernommen wird. Das ist eingetreten, aber man erkennt den Zusammenhang nicht, man hat völlig veraltete Begriffe. Also der Arbeitsbegriff, man muss das jetzt nicht weiter ausführen, aber es ist schon wichtig, dass man darauf hindeutet, dass die Begriffe, wie wir sie heute nutzen, tot sind und besetzt sind von Zwangsgedanken, die uns Menschen sozusagen immer mehr die Möglichkeit der Freiheit, die wir hätten und die jetzt auch naturgegeben auftaucht, nicht nutzen können. Das ist ja das große Mango-Desaster, dass unglaublich viele Menschen heute in unserem westlichen Kulturraum Freiräume hätten, die sie aber nicht nutzen können, weil ihnen Zwangsgedanken im Kopf sind. Sie sind wertlos, weil sie keine Arbeit haben, das heißt aber gleichzeitig, sie haben kein Einkommen und die Arbeit und die Existenz wird an das Einkommen geknüpft. Wenn ich kein Einkommen habe, bin ich nutzlos. Also so weit ist das gekommen. Man kann diese Freiheit. Das ist Ergebnis natürlich unseres ganzen Erziehungssystems, dass die Menschen nicht vorbereitet werden, die Chancen zu erkennen, dass die Menschen nicht Gedanken in sich entwickeln können, die in einem größeren Zusammenhang stehen, als immer nur das Spontane, Momentane, wo man ich-bezogen, letztendlich ego-bezogen, sich in eine Beziehung zur Welt stellt. Und jetzt